Du sollst Gott lieben. 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Was wissen wir über die Liebe? Vermutlich weniger, als wir zugeben und begreifen. Was wissen wir wirklich über Gott? Wohl auch nur vieles vom Hören sagen, wie Hiob vor den Dramen seines Lebens. Und was über die Theologie hinausgeht, ist für uns nicht selten ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn wir von Gott und von Liebe nicht so viel wissen, wie wir manchmal meinen und es den Tatsachen entspricht, wie können wir Gott dann lieben? Können wir Gott lieben? In Markus 12,31 antwortet Jesus auf die Frage nach dem größten Gebot mit der Stelle aus 5. Mose und ergänzt das noch. Er sagt, und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich, dass du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Gott zu lieben ist also ein Gebot. Sollte man Liebe gebieten? Wäre sie dann nicht geheuchelt, wenn man sich nur aufgrund so einer gebotenen Aufforderung darauf einlassen würde? Nicht, wenn wir es mit ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzem Herzen und aller Kraft tun. Dann ist es nur konsequent und Ausdruck meiner, wenn auch unvollkommenen Einstellung. Liebe ist tatsächlich auch eine Willensentscheidung. Der Wille ist sicherlich auch manchen Schwankungen und menschlichen Schwachheiten unterworfen. Wer wüsste das nicht? Unsere Seele gleicht manchmal einer Nussschale auf dem Meer, hin und her geworfen, von allen möglichen Seiten bedrängt und mit eisigem Wind umspült. Und manchmal ist unsere Seele auch wie ein Schwamm, der alles aufsaugt und durcheinanderwirbelt und dann mit allem, was da auf ihn einstürmt, umgehen muss. Aber Gott weiß das alles. Es ist ihm ja nicht unbekannt. Was wir brauchen, um Gott wirklich und wahrhaftig zu lieben, ist Gott selbst. Er ist in Jesus Christus der Anfänger und der Vollender des Glaubens, Hebräer 12, 2. Und um Gott wahrzunehmen, zu lieben, brauchen wir Glauben. Es geht um eine Beziehung. Warum sonst sollten wir Gott auch lieben? Es geht darum, dass wir mit dem lebendigen, allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott, der die Liebe ist, eine Beziehung pflegen, jetzt und in aller Ewigkeit. Wenn es nur um Anerkennung seiner Existenz gehen würde, dann würde eine eidesstattliche Versicherung im Sinne einer nüchternen Willenserklärung genügen, um Gott und uns selbst zufriedenzustellen. Aber darum geht es nicht. Auch die Dämonen wissen um die Existenz Gottes. Jakobus 2,19. Das nackte Wissen um einen erwiesenen Sachverhalt ist keine Beziehung und hat mit Liebe so viel zu tun wie ein Sack Kartoffeln mit dem Satz des Pythagoras oder ein Dämon mit Gott. Eine Beziehung hat durchaus mit einer Willenserklärung zu tun. Aber wenn sie dabei stehen bleibt, ist es nur ein hohles Lippenbekenntnis. Und darum sagt uns der Text in 5. Mose, worüber es darüber hinaus noch ankommt, nämlich auf das Herz, auf die Seele, auf Kraft und auf den Verstand. Und um diese Dinge können wir uns tatkräftig kümmern. Das ist sozusagen der Weg, um den Willen und das Wollen und auch das Vollbringen zu erweisen. Das ist es, was Gott auch segnen kann und segnen will. Dann funktioniert es. Die Aufforderung, zuerst nach Gottes Reich zu trachten, vor allen anderen Dingen, Matthäus 6, 33, ist eine Aufforderung genau in diesem Sinne. Dazu gehört auch durchaus Disziplin, Gehorsam, Aufmerksamkeit und ein williger Geist. Das, worum auch der König David gebeten hat. Einen willigen Geist. Um Letzteres dürfen wir, wie gesagt, wie David auch in Psalm 51, 14 bitten. Er hat gesagt, gib mir
wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und das darf auch unser Gebet sein. Und wenn Gott dieses Gebet auch erhört, auch in uns hineinblickt und erkennt, wie wir es meinen, und uns dann wirklich auch segnet, uns Gutes tut, uns Frieden und Freude gibt und Glauben, dann erfahren wir auch diese Liebe. Dann legt Gott seine Liebe in uns hinein und wir leben von dieser Liebe und wir können Gott dann auch zurücklieben und wir können andere Menschen, andere Mitchristen lieben mit dieser Liebe, die von Gott kommt. Es ist die Freude an Gottes Heil und an seiner Gnade, die mir auch jeden Tag einen festen Grund in die Hand gibt und auf meine Seele legt, warum ich Gott dann auch lieben und ehren darf und sollte und kann. Es ist allein die liebevolle Beziehung zu Gott, die uns zu Menschen macht. Gottes Gnade ist seine Ehre. Gott ist die Liebe. Jetzt und für alle Ewigkeit. Amen. Thank you.